Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein kleines Photoshop-Tutorial und zwar möchte ich euch heute mal die Gradationskurven vorstellen. Viel Spaß! Dein oder andere von euch kennt vielleicht schon die Gradationskurven. Ihr habt das Ganze ja in Lightroom. Das Ganze ist hier drüben auf der rechten Seite. Falls ihr die noch nicht benutzt habt, müsst ihr die vielleicht hier noch über das Häkchen aktivieren. Ansonsten seht ihr das schon, hier ist die Gradationskurve integriert. Ich möchte das Ganze aber heute einmal in Photoshop vorstellen. Hier ist das Ganze noch ein bisschen umfangreicher, deswegen zeige ich euch die ganze Sache mal anhand von Photoshop. Wo findet ihr das Ganze? Ihr habt hier so einen Punkt Korrekturen. Der dritte Punkt hier auf der rechten Seite, einfach da draufklicken. Und schon habt ihr die Gradationskurve aktiviert. Ihr seht, hier öffnet sich dann so eine Ebene, wo ihr die Gradationskurve bearbeiten könnt. Und das Erste, was wir sehen, ist natürlich hier im Hintergrund, sehen wir schon das Histogramm. Ihr habt das Ganze hier auf der rechten Seite auch nochmal. Und zusätzlich zu dem Histogramm, was ihr hier auch habt, seht ihr jetzt hier, ist noch so eine Gerade, die ihr einmal diagonal durch das Histogramm durchgeht. Was bedeutet das? Wenn diese Linie einfach von dem Eckpunkt hier unten zu dem Eckpunkt hier oben geht, heißt es, ist der Nullwert. Ihr habt also im Bild noch nichts verändert. Das Ganze seht ihr hier unten links, das sind im Prinzip die Tiefen im Bild, die tiefen Farbtöne und hier oben sind dann natürlich die hellen Farbbereiche. Wenn wir jetzt diesen Punkt verschieben, wenn wir den nach oben schieben, seht ihr, das Bild wird heller. Ihr könnt also eure Bilder damit aufhellen oder wenn ihr das nach rechts schiebt, abdunkeln. Und das gleiche ist hier auch auf der rechten Seite dann mit den hellen Bereichen. Ihr könnt das Ganze noch weiter aufhellen oder eben auch hier abdunkeln. Solange ihr hier zwischen keine Punkte habt, wird die Änderung immer auf das ganze Bild angewandt. Wenn ihr jetzt Zwischenpunkte einsetzt, dann ist die Veränderung immer nur jeweils zwischen diesen beiden Punkten, die ihr hier hin und her verschiebt. Das Ganze kann ich euch gerne auch mal zeigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Punkt greifen, den so ein bisschen nach unten ziehen, dann seht ihr, das Bild wird jetzt in den tieferen Bereichen dunkler. Die hellen werden aber nicht so richtig angegriffen, nur ein wenig. Wenn ich jetzt hier aber noch einen zweiten Punkt einsetze, und den nach oben ziehe, dann seht ihr, dass sogar in den hellen Bereichen das Bild aufgehellt wird. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt eben diese Zwischenpunkte gesetzt haben. Und das Ergebnis, wenn ich jetzt hier so eine S-Kurve einsetze, ist natürlich, dass ich eine Kontrastanhebung vornehme. Wenn wir das Ganze jetzt zum Beispiel andersrum gestalten und so eine umgedrehte S-Kurve machen, dann wird das ganze Bild abgeflacht und sieht so ein bisschen matt aus. Heißt also, wenn ihr eine Kontrastanhebung machen wollt, einfach so eine S-Kurve reinzeichnen. Einfach schauen, wie stark ihr die gestalten wollt. Und schon habt ihr eine Kontrastanhebung im Bild. Wenn ihr mal nicht so richtig wisst, was ihr jetzt machen sollt, wie ihr das Bild gestalten sollt, habt ihr hier oben auch Vorgaben. Könnt einfach mal so ein bisschen reinschauen. Es kann einfach solche Vorgaben austesten. Kontrastverstärkung und so weiter. Das habe ich euch ja gerade gezeigt, wie das funktioniert. Bild aufhellen und so weiter, aber es ist einfach nur eine kleine Hilfe oder wenn ihr wisst, ihr wollt nur den Kontrast anheben, einfach da drauf klicken und schon ist das Ganze erledigt, ohne dass jetzt groß irgendwelche Punkte ihr reinzeichnen wollt. Aber das Ganze ist natürlich nicht nur da, um irgendwelche Kontraste anzuheben oder abzusenken, ihr könnt damit auch Farblooks gestalten. Das ist gerade das Interessante an diesen Graduationskurven, dass ihr mit den Farblooks spielen könnt. Wenn ihr jetzt einen Farblook gestalten wollt, ich nehme jetzt einfach das noch mal raus. Wenn ihr zum Punkt habt, den ihr nicht braucht, einfach hier rausziehen und schon sind die Punkte weg. Alternativ, wenn ihr eure Einstellung zurücksetzen wollt, einfach hier oben in die Vorgaben auf Standard und auch dann sind alle Änderungen weg. So, gehen wir jetzt aber einmal in die Farblooks rein. Ihr habt hier oben einen Punkt RGB, heißt also, ihr geht in alle drei Farbkanäle rein, Rot, Grün, Blau. Die werden gleichzeitig verändert und dadurch können wir eben mit den Kontrasten spielen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte einen Farblook gestalten, dann müsst ihr natürlich in die einzelnen Farbkanäle reingehen. Das heißt, ihr klickt hier drauf, habt den roten Kanal, grün und den blauen Kanal. Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte in dem Bild mehr Rot haben, dann kann ich einfach reingehen
und einfach das Rot anheben. Nehme das nochmal raus. Wenn ich in den tiefen Bereichen sage, Rot anheben, dann kann ich das so machen. Was passiert jetzt aber, wenn ich das rausziehe? Ihr seht das schon, das Rot verschwindet und das Bild wird irgendwie türkisfarben. Warum ist das so? Ich habe dazu mal einen Farbkreis für euch. Ihr habt hier die drei Kanäle, Rot, Grün und Blau. Wenn ich jetzt das Rot rausnehme, dann könnt ihr sehen, hier drüben ist jetzt diese Türkisfärbung. Heißt also, euer Bild wird dann türkis. Genauso ist das, wenn ich das Grün rausnehme, dann bekommen wir so einen Magenta-Ton. Oder wenn ich das Blau rausziehe, dann bekommen wir einen Gelbton im Bild. Wir können das gerne uns auch nochmal anschauen. Gehen wir einfach mal in den blauen Bereich rein. Ziehe ich jetzt also das Blau raus, bekommen wir so einen Gelbton rein. Nehme ich das Grün raus, dann bekommen wir so einen magenta-lila Ton im Bild. Und das Ganze könnt ihr euch dann natürlich entsprechend zunutze machen. Ihr habt jetzt nicht nur die Möglichkeit, diese Gelbtöne, Magentatöne oder Lila oder Türkistöne zu erschaffen. Ihr könnt natürlich die Farben auch mischen. Beispiel, wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt einen Orangeton im Bild haben, heißt also, Orange setzt sich jetzt zusammen aus Rot und Gelb. Was brauchen wir also? Wir müssen das Blau runtersetzen, reduzieren, damit wir einen Gelbton bekommen. Und das Rot müssen wir erhöhen. Das heißt also, wir mischen Rot und Gelb und bekommen dann einen Orangeton. Das Ganze können wir mal ausprobieren. Auch hier gehen wir wieder in den Blaukanal rein. Wie ich das ja schon sagte, wir nehmen jetzt einfach mal das Blau so ein bisschen runter und bekommen einen Gelbton und gehen jetzt in den Rotkanal rein und heben das Rot an und bekommen dann so eine Orangefärbung im Bild. Und das ist das Schöne bei diesen Kanälen. Ihr könnt jeden einzelnen Farbton im Prinzip erzeugen. Ihr müsst euch im Prinzip nur die einzelnen Farben zusammenmischen. Solltet ihr nicht wissen, wie ihr welche Farben hoch oder runter setzen wollt, schaut euch einfach immer wieder so ein Bild an. Ihr findet das im Netz, sucht euch einfach mal so einen RGB-Farbkreis. Hängt euch das am besten neben euren Rechner immer als Hilfestellung, damit ihr wisst, wo bekomme ich welche Farbe. Und dann könnt ihr gezielt eure Farben zusammenmischen. Und schon könnt ihr eure Farblooks erschaffen. Noch ein weiteres Beispiel, wenn ich euch das jetzt einfach mal so zeige, ich setze das Ganze jetzt erstmal nochmal auf die Standardwerte zurück. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir verändern jetzt unser Bild einfach mal in den verschiedenen Farbbereichen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz, einfach nur als Beispiel. Ich setze jetzt hier mal drei verschiedene S-Kurven an. Egal, ob das jetzt besonders schön aussieht oder nicht. Aber ich möchte euch jetzt einfach das nur noch mal verdeutlichen. Wenn wir jetzt auf den RGB-Kanal gehen, dann sehen wir jetzt diese drei S-Kurven. Die sind alle sehr ähnlich. Heißt also, wenn ich das jetzt mal wegnehme, wir haben im Großen und Ganzen nicht viel verändert. Die Farben sind ungefähr gleich geblieben, aber wir haben hier eine enorme Kontrastanhebung. Heißt also, ich möchte nur diesen ganz dezenten Farblook verändern, aber ich sage am Ende, das ist mir aber vom Kontrast her viel, viel zu stark. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich verändere das wieder. Ich arbeite jetzt mit diesem RGB-Kanal einfach so ein bisschen dagegen. Mache jetzt hier die entgegengesetzte S-Kurve und nehme damit den Kontrast wieder so ein bisschen raus. Und wenn wir dann sehen, wir haben jetzt hier zwar eine leichte Farbanpassung, aber wir haben nicht das Problem, dass der Kontrast so übertrieben stark ist. Natürlich könnt ihr dann auch entsprechend die Farblooks anpassen und hinterher würde ich immer empfehlen, nochmal hier auf diese RGB-Kurve zu gehen und den Kontrast entsprechend nochmal anzupassen. Und auch hier, wenn euch das dann nicht gefällt, wieder zurück, Vorgaben, Standard. Und schon habt ihr wieder alle Änderungen zurückgesetzt. Ihr seht also, diese Gradationskurven sind schon ein sehr gutes Mittel, um eigene Farblooks zu kreieren. Einfach, damit ihr die Möglichkeit habt, eure Bilder individuell zu gestalten und auch wirklich in die einzelnen Farbbereiche reinzugehen. Ich würde euch aber immer empfehlen, nicht immer nur einen Punkt zu setzen oder hier in die Endpunkte reinzugehen, sondern wirklich in die einzelnen Bereiche mehrere Punkte zu setzen
Einfach weil ihr viel mehr Möglichkeiten habt zu sagen, ich möchte in den Tiefen was ändern, ich möchte in den höheren oder in den helleren Bereichen was ändern, so dass ihr ganz gezielt euer Bild anpassen könnt und ihr einen individuellen Farblook bekommt. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch so ein bisschen Einblick gegeben, wie Gradationskurven funktionieren. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!